Wie verwaltet man ein Stromnetz, das die Erde fünfmal umspannt? Wie konsolidiert man die GIS-Daten von 5 Versorgungsunternehmen und integriert 265.000 regenerative Erzeugungsanlagen? Die Bayernwerk AG ist mit über 2 Millionen Kunden der größte regionale Strom- und Gasnetzbetreiber in Bayern. Das Unternehmen ist aus der Fusion von 5 Versorgungsunternehmen hervorgegangen. Und jede Einheit betrieb ein anderes GIS mit unterschiedlichsten Datenqualitäten. Es musste eine gemeinsame Systemplattform gefunden werden, die ein modernes Netzmanagement erlaubt. Man entschied sich für G-Technology und Genius von Hexagon Safety and Infrastructure. Alle Daten wurden konsolidiert, ein einheitliches Netzwerkdatenmodell geschaffen. Das Gleichmachen der Daten in der Fläche ermöglichte uns eine einheitliche Prozessunterstützung und natürlich eine einheitliche Bearbeitung und Auswertemöglichkeit dieser Daten, die heute für die internen und externen Anforderungen unbedingt erforderlich ist. Bayernwerk konnte seine Netzwerkdaten nahtlos aus den alten Systemen migrieren und ins Vektorformat konvertieren. Inzwischen nutzen über 600 mobile Servicetechniker aus 19 Netzcentern in ganz Bayern die Lösung, um Daten zu erfassen, zu visualisieren und auszuwerten. Das ermöglicht ihnen ihre Tätigkeit, zum Beispiel Einweisungen vor Ort, Schaltmaßnahmen etc., auch die Navigation zu einem Stör- oder Einsatzort über das Asset im GIS-Viewer sozusagen durchzuführen und können im Felde alle möglichen Auswertungen für ihre Aufgaben durchführen. Die Technologie von Hexagon steht im Mittelpunkt der Aktivitäten der Bayernwerk AG. Sie optimiert den Datenzugang, beschleunigt die Entscheidungsfindung und senkt die Betriebskosten. Letztendlich ist das Datensystem, das viele Prozesse bei uns verbindet, von der Netzplanung über den Netzbetrieb zur Netzführung und letztendlich auch die Zukunftsgestaltung. Also wenn wir das System transformieren, müssen wir nach vorne schauen, müssen wir die Strukturen verstehen, erkennen, erfassen. Und die Datenquelle des GIS ist dort, das Geoinformationssystem, ein zentrales Werkzeug. Bayernwerk kann sich nun jeder Herausforderung stellen. Dank Hexagon konnte zum Beispiel ein GPS-basiertes Gasstörungsmanagementsystem eingeführt werden. Hexagons Lösungen unterstützen Bayernwerk bei der Umstellung auf erneuerbare Energien mit 265.000 regenerativen Erzeugungsanlagen. Und diese Daten fließen wiederum ins GIS. Räume, die früher nur verbraucht haben, sind jetzt im Wesentlichen Erzeuger, wenn die Sonne scheint. Und hier müssen wir die Netzplanung und den Netzbetrieb darauf abstimmen. Und dieses wird basiert auf dem Geoinformationsdatensystem. Mit diesem System kann Bayernwerk wachsen, um auch die Herausforderungen von morgen zu bewältigen. So dass wir zu Recht sagen können, unsere Systeme arbeiten und ein zentrales System, das wir nutzen, ist das Geoinformationssystem.